Kostenloses Eis, wer könnte da Nein sagen? Für die Schüler der Eichendorf Realschule in Reutlingen ist dieser Traum jetzt in Erfüllung gegangen. So ganz ohne Fleiß gab es das Eis allerdings nicht. Denn alle Schulen, die beim Reutlinger Stadtradeln mitgemacht haben, nahmen automatisch an der Verlosung für die Eisaktion teil. Walters Eismobil stieß bei den Realschülern auf jeden Fall auf Begeisterung. Aber mit über 160.000 erradelten Kilometern hätten sich alle Teilnehmer des Stadtradelns eine Kugel Eis verdient.